niederschlagen werde. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manches Mal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Schön! Die Feder haben wir und damit kann es losgehen. Vielleicht reinigt das auch euch. Ja, vielleicht. Hier aus, bis ihr bereit seid. Spule fort, wo oh cool, da gibt es auch noch einen hinteren Bereich vom Zimmer. Das ist der richtige Zeitpunkt. Alles klar, dann warten wir mal den richtigen Zeitpunkt ab. Oh, da wollte ich eigentlich nicht runter. Ich guck gerade mal, sind da zufällig in der Nähe Gelehrte? Ja, ich würde mal sagen, mit denen schleiche ich mich rein. Mit den Gelehrten. Oh, Entschuldigung, das tut mir aber leid. Bam! Oh ja. Was geht da? Wo läuft der davon? Oh, okay. Okay. Was ist dieser arme Seele wieder? Einer nach dem anderen hier. Leichenpflaster an meinen Weg. So, vielen Dank. Okay, da drüben wäre auch eine Leiter gewesen, aber das ist mir zu kompliziert. Oh, eine Flagge, cool. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Ich sicher. Er wird noch jemand. Guter Herr, ich bin nur ein Man soll sich darüber ja eigentlich nicht lustig machen, aber die klingen echt so komisch. So, meine gelehrten Freunde, dann lasst mich mal mit rein. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt gleich noch eine Zwischensequenz. Die ist mir nämlich im Kopf geblieben. Nein, Hilfe! Genau. Ich bin ruhig. Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na. Alles wird wieder gut. Nein. Gebt mir eure Hand. Rührt mich nicht an. Nie wieder. Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Ah. Reißt euch zusammen. Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Es tut mir so leid. Die Szene fand ich früher so brutal.
das, die fand ich echt heftig, die Szene, schon früher. Das war schon echt. So, da haben wir ihn ja schon. Ihr strapaziert meine Geduld. Jetzt wird er von dem... Zack! Und da haben wir ihn. Sehr schön. Und ich bin wieder ruhig. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war? Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es sind Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Na, ob das so stimmte, da bin ich mir ja nicht so sicher, ne? So, macht Platz. Wozu Leitern benutzen, wenn man auch so hochkommt? Hochkommt. Cool, aber keinen Schaden genommen. Ach, das ist die Lampe. Die hat meinen Sturz abgefangen, oder was? Ich bin gerade am Gewinnen, ihr Spacken. Nice Combo. Keine Zeit. Wow, Frame-Einbrüche gerade hier. Oh. Bam und zack. Klappe. So, Wurfmesser sind mir zwar ausgegangen. Oh, da ist eine Flagge, aber die will ich jetzt nicht einsammeln. Es würde sonst vielleicht noch eng werden hier oder so. Nee, eng eigentlich nicht. Alter, was soll denn das jetzt gerade mit den Frames? Sehr schön.
Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, alter Ir. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktueller... Alles klar, geil. Das haben wir damit geschafft. Das heißt, es geht jetzt ab zurück nach Massiaf. Oder nee, erstmal geht's, glaube ich, raus aus dem Animus. Nochmal. Er lädt. Verdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Tja. Wie lange? Kann man nichts machen, Alterchen. Der sieht irgendwie ein bisschen aus wie, Ich will jede Stunde einen der Alte aus Massiaf, der Oberassassine, der Big Boss. Warum legen Sie sich der sieht so ein bisschen aus wie der. Sich aus. Fällt mir gerade mal so auf. Gut, dann ruhen wir uns kurz ein bisschen aus. Allerdings muss ich auch kurz pinkeln. Jemand war hier drin. Sieht aus wie ein Zugangscode. Mhm. Oh ja, wer hat uns den gegeben, ist jetzt die Frage natürlich. Aber wir nutzen die Chance einfach mal. Und gucken uns einmal die Computer an. Ich glaube, beide können wir. Angucken. Ach ne, da haben wir nur was mitgehen lassen. Eine Zugangskarte oder so. Jedenfalls kann ich hier ran an den PC. Ja. Passwort eingeben. Zugriff verweigert. Okay. Da können wir noch nichts machen, ohne das Passwort zu kennen. Mal schauen, kommen wir denn hier rein? Mit dem Zugangscode? Nein. Okay, dann bleibt an sich nicht viel mehr anderes übrig, als in den Animus zu gehen oder eine Runde schlafen zu gehen. Geht das? Ich gucke nochmal kurz. Na. Gehen wir einfach erstmal eine Runde schlafen. Und schauen, was morgen ist. Und wieder diese Vision in der Nacht. Geil wäre doch, würden wir den alten Sack mal wecken. Schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drin bleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, keine gute Kameraeinstellung. Die Abstergo leistet nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Seit über 1000 Jahren. Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Eine ziemlich alte... Firma. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Ach, scheiß Mücke hier. Das würde hier viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht sie so besonders, so clever, dass sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles. Von denen, die vor uns waren.
Aha. Wir sprechen später.